Knopfle! Franz, er fängt an. Was denn? Dann drück doch! Na, seid ihr schon bereit für den Super Bowl? Ja! Wir natürlich auch, aber bevor das größte Sportereignis losgeht, gibt es natürlich wieder ein paar Gaming-News dieser Woche. Wollt ihr sie sehen? Okay, los geht's! Für ein paar unter euch dürfte es kein Geheimnis sein, dass Nintendo gerne gegen die Let's Player-Szene auf YouTube oder Twitch geht. Nur jetzt gehen sie voll in die Offensive. 2013 hetzten sie schon die Szene gegen sich auf, weil sie die kompletten Werbeeinnahmen beanspruchten, wenn jemand ein offizielles Nintendo-Spiel Let's Playte. Jetzt haben sie das neue Creators-Programm vorgestellt, wo sie 40% der Werbeeinnahmen von den besagten YouTubern bzw. Streamern bekommen sollen. Sie müssen sich zuerst über das Kontrollsystem registrieren, damit sie Nintendo-Inhalte überhaupt nutzen dürfen. Also die Firma holt sich das Geld und gibt es irgendwann mal den Betroffenen zurück. Für große Let's Player bzw. Streamer ist das nun ein kräftiger Schlag ins Gesicht, da sie mittlerweile von diesem Geld schon leben. Und Nintendo wird sich auch keinen großen Gefallen damit machen, weil viele jetzt sagen werden, nö, da spiele ich lieber andere Spiele, da wo man sich nicht um das Geld streiten muss. Ob jetzt viele ihre Videos löschen werden bzw. müssen, das wissen wir jetzt leider nicht, aber uns würde es jetzt bestimmt nicht wundern. Es ist ja eigentlich eine Werbung für die Spiele und dass sie so aggressiv dagegen vorgehen, verstehen wir leider nicht. Microsoft zum Beispiel hat eine Sonderregel für ihren Content eingeführt, um die Grauzone für die Werbenden endlich zu beseitigen. Andere Entwickler oder Publisher sehen das ja auch nicht so streng. Vielleicht ändern sie ja endlich ihre Meinung, da es für die eigentlich nur schädigend ist und die Verkaufszahl der Wii U auch relativ niedrig ist. Also gebt doch mal einen Ruck, Nintendo, und seht es mal positiv. Bis zum Release-Termin des Rollenspiels The Witcher 3 Wild Hunt am 19. Mai 2015 möchten die Entwickler CD Projekt Red noch ein wenig an der Performance arbeiten. So will das Team beispielsweise Optimierungen an der Bildwiederholungsrate vornehmen. Jedoch soll das Ganze keinesfalls auf Kosten der Grafik vonstatten gehen. Die Entwickler haben sich zu den Downgrade-Gerüchten wie folgt geäußert. Nein! Erstmals in der Serie soll The Witcher eine große, frei erkundbare Welt bieten, in der die Abenteuer des Helden stattfinden. Trotz der neuen Offenheit sollen die Spieler doch noch sehr stark an die Story gebunden sein. Und natürlich darf, wie in jedem Teil der Witcher-Reihe, der Sex nicht zu kurz kommen. Bumsen. Ficken. Vögel. Ja. Ja, richtig. Sexszenen waren schon immer ein Bestandteil der Witcher-Episoden. Das Rollenspiel The Witcher 3 wird dabei keine Ausnahme sein. Ganz im Gegenteil. Bis zu 16 Stunden Motion-Capturing-Aufnahmen hat das Team für die Szene mit sexueller Interaktion angefertigt. Dies gab der Senior-Designer Damien Monier in einem Interview mit The Guardian bekannt. Schon in der Eröffnungssequenz des Spiels geht es diesbezüglich ordentlich zur Sache. Allerdings stellte er klar, dass die Sexszenen in The Witcher 3 nicht oberflächlich seien, sondern eine tiefgründige Bedeutung haben. Wie viele dieser Sexszenen es letztendlich in die finale Version von Witcher 3 schaffen werden, bleibt abzuwarten. Super Mario Bros. Feiert im September seinen 30. Geburtstag. Grund dafür schon mal ein kleiner Fakt, von dem wir hier echt nichts wussten. Ich wusste es! Echt? Nö. Also für die, die Super Mario Bros. Für den NES nicht kennen, du musst mit Mario in einer 2D-Welt von A nach B laufen und versuchen, die Prinzessin zu retten, weil Bowser sie entführt hat. Immer wenn du dann im Schloss warst, kam dann nur... Nein! Wenn du irgendwann mal dein Leben verbraucht hast, weil dich die Koopas übelst mitgenommen haben, dann musst du wieder von neu anfangen und die ganze Scheiße fängt wieder von vorne an. Dachten wir. Aber so ist es nicht. Nach wirklich 30 Jahren kam mal einer drauf, die Starttaste und die A-Taste gleichzeitig zu drücken. Scheiße! Was passiert eigentlich, wenn ich A und Start gleichzeitig drücke? Denn dieser Code bringt dich zu dem letzten Level, wo du gestorben bist. Nach 30 Jahren hat das jetzt erstmal einer rausgefunden. Ah, haben doch bestimmt schon andere rausgefunden. Nein, das geht nicht, weil sonst hätten es wir auch gewusst. Na, aber nicht. Doch, ist so, Mann.
Auf Reddit, wo der Werte Silverblue es gepostet hat, überschlägt sich gerade alles, weil niemand auf die Idee kam, die scheiß A- und Start-Taste gleichzeitig zu drücken. Wenn ihr das Spiel noch daheim habt, dann probiert es doch mal aus. Ich hoffe nicht, dass euch das Gehirn wegsprengt von der ganzen Geilheit, was der Typ entdeckt hat. Aber für Scherbel ist ja nicht an GameStop, weil da kriegt ihr auch wieder bloß 5 Euro. Derzeit wird ja noch heiß über das letzte Feature von dem Spiel DayZ diskutiert. Und zwar geht es dabei um Kannibalismus. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn der kleine Hunger kommt, kann man nun auch ganz einfach, wenn das Essen mal knapp wird, auf Menschenfleisch zurückgreifen. Oh nein! Ach, Scheiße! Was ist passiert? Was ist passiert? Mein Bein ist gebrochen. Scheiße! Scheiße! Komm, lass mich aber da. Nimm den Rucksack, da ist genügend Essen drin. Komm, einfach, geh weg, was hast du vor? Nein, blöde! Doch wer aus Verzweiflung oder Mordlust darauf verfällt, seine Mitspieler zu verspeisen, infiziert sich ganz schnell mit Kuru. Die im Spiel mittlerweile nur noch als Brain Disease bekannte Infektion des zentralen Nervensystems gibt es auch im echten Leben und wird Lachkrankheit genannt, weil sich der Verlauf durch ein unnatürliches Lachen des Erkrankten zeigt. Oh mein Gott. Die Meinungen zu dem momentan umstrittenen Feature spalten sich in verschiedenen Foren sehr. Einige Spieler drohten sogar damit, DayZ den Rücken zuzukehren, sollte das Entwicklerteam die neuen Funktionen nicht wieder entfernen. Andere wiederum sahen ihre spielerische Freiheit durch eine weitere Option ergänzt und empfanden die Neuerung als atmosphärisch durchaus stimmig. Ob es bald einen Patch geben wird, der den Kannibalismus ausschaltet, bleibt abzuwarten. Aber wie denkt ihr darüber? Soll Menschenfleisch in manch einem Inventar weiterhin zu finden sein oder ist es doch ein Stück zu krass? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Wir haben eine kleine neue Rubrik für euch, wo wir euch in 60 Sekunden erzählen, was sonst noch so in der Gaming-Welt passiert ist. Und los geht's! Amazon musste mal wieder spoilern und hat die Remastered Edition von Fahrenheit angekündigt, obwohl es momentan nur eine Teaser-Website gab. Glückwunsch Amazon, wir sind stolz auf euch. Der Produzent von Resident Evil Revelation meint, dass obwohl sie nicht am 7. Teil arbeiten werden, zuversichtlich sind, dass der nächste Teil uns alle umhauen wird. Wir sagen, aha. Assassin's Creed 7 spielt in Japan, also gehen wir mal davon aus, denn in den Lösungsbüchern von Unity und Black Flag gibt es ein Bild von Abstergo, wo viele Bauwerke vom frühen Japan zu sehen sind. Wir sind gespannt und können es kaum erwarten. Für die Xbox-Spieler gibt es diesen Monat auch wieder ein bisschen kostenloses Happer mit Hashtag IDARB Brothers A Tale of Two Sons und Sniper Elite 2. Wir haben Hashtag IDARB schon ein wenig angezockt und finden es hyper, hyper! Kevin Levine, der Macher von Bioshock, arbeitet an einem neuen Projekt. Er spricht von einem Open-World-Sci-Fi-Setting und wenn es genauso geil wird wie Bioshock, dann lass dir Zeit, Bruder, wir können noch ein wenig warten. Leider ist auch diese Folge schon vorbei, wir sagen trotzdem vielen Dank fürs Zugucken. Schaut doch mal bei unserer Facebook-Seite von Bunze Bunze vorbei und lasst ein Gefällt mir da. Wenn ihr auch Bock habt, dann könnt ihr auch auf unseren Kanal gucken, Bunze Bunze, oder ihr bleibt auch hier bei Video Games Front TV, lasst einen Kommentar da oder abonniert uns. Alles wird uns wahnsinnig freuen. Genau. Und ansonsten viel Spaß beim Super Bowl und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüssi.